Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Zusammen mit Lalinei möchte ich euch heute unsere Wickeltische zeigen. Dadurch, dass es ja schon mein zweites Kind ist, ist er gar nicht mehr so vollgestopft wie bei Vinz, sondern wirklich nur noch das Nötigste, was man wirklich braucht. Und was sich alles auf meinem Wickeltisch befindet, das seht ihr jetzt. Ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach mal von oben nach unten vor. Das hier ist mein Heizstrahler. Ich weiß, normalerweise würde der eigentlich an die Wand kommen, aber ich wollte nicht in die tolle Sternetapete bohren. Deswegen hängt er hier so seitlich und ich muss sagen, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wenn man dann weiter unten geht, hat man hier ringsrum so eine schöne Lichterkette liegen. Hier habe ich noch eine Tischleuchte von IKEA. Die hatte ich auch schon bei Vinz damals. Dann habe ich hier für dann später noch so ein kleines Klappertier. Hier liegt mein Kind auf der Wickelunterlage, die ich auch schon bei Vinz hatte. Das ist so ein bisschen so eine dickere, das seht ihr hier ganz gut. Da lege ich immer noch ein Handtuch drauf, weil ich das sonst einfach zu kalt finde. Und Wickelunterlagen, das ist mir zu teuer auf die Dauer, da wechsle ich dann einfach immer mal wieder das Handtuch aus. Hier habe ich ihre Spieluhr noch liegen, weil im Bett hat sie ja quasi das Mobile mit integrierter Spieluhr. Und hier ziehe ich das aber auch ganz gerne mal auf. Die haben wir geschenkt bekommen. Die ist von Baby Dream. Das ist Rossmann, ne? Oder ist es DM Baby Dream? Ich kann das immer nicht so auseinanderhalten. Ich glaube aber, es ist Rossmann. Und ja, die finde ich super, super süß. Und dann haben wir hier schon so das Nötigste. Das habe ich alles in so einem kleinen Körbchen drin. Da haben wir hinten zum einen von Baby Love, seht ihr, das ist DM, das Pflegeöl, das habe ich bei Vinz schon benutzt und war damit super zufrieden. Hier habe ich was zur Handdesinfektion, das mache ich nicht immer, aber gerade wenn jemand kalt ist oder man viel Kontakt mit Menschen hatte, mache ich das ganz gerne mal. Dann habe ich hier hinten noch das Puder zum Abpudern vom Bauchnabel. Das benutze ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich könnte es jetzt auch langsam aussortieren. Aber ich hatte es jetzt immer noch mal da, falls noch mal was gewesen wäre. Hier habe ich ihr Fieberthermometer. Hier habe ich eine kleine Bürste, die ich eigentlich im Moment sehr, 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 sehr selten benutze. So viele Haare hat sie ja leider nicht mehr. Dann habe ich hier einmal Kümmelöl zum Bäuchlein einreiben. Hier ist ihre Sonnencreme, die ich aktuell benutze. Die ist von Daylong für Kids. Das ist 50 plus. Ist richtig, richtig gut. Die benutze ich für Vincent auch. Ich benutze die selber mit 25 plus. Und meine Mama hat die zum Testen bekommen. Deswegen sind das so kleine Probepackungen. Und das macht sich aber hier am Wickeltisch wirklich super. Ich habe die auch noch einmal unten liegen. Ich habe die im Badezimmer liegen. Ich habe in der Wickeltasche so eine kleine. Finde ich viel, viel besser als die großen Tuben. Noch dazu soll man ja Sonnencreme nicht aufbewahren. Und deswegen finde ich die kleinen Verpackungen einfach viel, viel schöner. Dann habe ich hier noch, das habe ich von meiner Hebamme bekommen, eigentlich für meine Brustwarzen, aber jetzt benutze ich es, wenn sie halt ein paar Rötungen im Windelbereich hat. Und zwar ist das ja eigentlich eine Brustwarzensalbe mit reinstem Lanolin. Aber wie gesagt, ich benutze es jetzt für sie, bis es halt leer ist. Und dann benutze ich wieder für Penaten, auch das schon was, was ich bei Vinz immer benutzt habe, die Wundschutzcreme. Damit bin ich richtig zufrieden. Hier ist jetzt meine Feuchttücherbox. Ich habe jetzt die von Hip. Ich habe aber auch noch eine andere. Im Badezimmer steht auch noch eine. Im Wohnzimmer steht auch noch eine. Also Feuchttücher sind bei uns über das ganze Haus verteilt. Und aktuell habe ich die Feuchttücher von Penaten. Die ultrasensitiven. Die benutze ich halt auch eigentlich am liebsten. Was aber wirklich nur was mit dem Geruch zu tun hat. Genau, dann habe ich hier vorne dann immer ihre aktuellen Klamotten einfach liegen, das was sie heute halt anziehen soll und so sieht das Ganze dann einfach von oben aus und jetzt gehen wir mal in die unteren Etagen. So, wenn wir dann mal eine Etage tiefer gehen, habe ich hier die ganzen Halstücher von Svea liegen. Für Vinz hatte ich gar nicht so viele Halstücher, deswegen musste ich mir jetzt einige besorgen. Aber bei ihr, im Gegensatz zu Vinz, ist es halt so, dass oft nochmal Milch nachläuft, dass sie spuckt, manchmal richtige Spuckefaden runterhängen. Und deswegen habe ich lieber ein Tuch um, da muss ich sie dann nicht immer komplett umziehen, da wechsle ich dann lieber das Tuch aus. Dann habe ich hier immer ein paar Windeln liegen, damit ich einfach bloß runtergreifen muss und mir was rausnehmen muss. Hier habe ich so ein kleines Täschchen, da habe ich Arzneimittel, könnte man sagen, drin. Da ist so die Kümmelzäpfchen und sowas, das ist hier drin. Hier hinten habe ich noch eine kleine
Schnullertasche liegen. Und dann gehen wir mal hier in die Türen. Diese Kisten, die hatte ich auch bei Vince beim Wickeltisch. Das macht sich eigentlich ganz gut. Hier habe ich halt die Windeln drin. Im Moment habe ich gerade aktuell die aus dem Aldi. Ich war überrascht. Ich war recht zufrieden damit. Die haben richtig gut gehalten. Da ist nie was ausgelaufen. Über Nacht eine musste ich nicht wickeln. Also das hat super gehalten. Wie gesagt, hier die aus dem Aldi. Und von hier nehme ich die dann einfach immer ein paar hier hoch. Hier habe ich alle meine Feuchttücher drin. Ich liebe ja die von Penaten. Hole ich immer dieses Viererpack. Hier habe ich auch so die für unterwegs. Dann drin einfach die Vorräte quasi. Hier habe ich die Manduka noch liegen, die dann halt in ein paar Monaten dann hoffentlich zum Einsatz kommt. Und dann gibt es hier noch ein unteres Fach. In dieser Kiste habe ich noch größere Windeln von Vince. Ich glaube, da geht's. Also ich habe noch eine in Größe 3 drin liegen und dann Größe 4. Und hier sind meine ganzen Mulltücher von Ikea, aber hier dann auch die ganz, ganz tollen von Lessig. Hier hinten habe ich noch so ein paar Pflegeprodukte stehen. Hier von Hip die Wundschutzcreme. Von Veleda Waschlotion und Shampoo. Das kommt halt alles später. Das brauche ich ja jetzt noch nicht fürs Wehr. Dann hier noch so drei kleinere Sachen. Das hier ist von Bübchen Shampoo and Shower. Sowas hebe ich gerne auf, wenn wir in Urlaub fahren. Dann von Penaten Bad und Shampoo. Und von Sebamed Waschlotion Haut und Haar. Hier habe ich ein Paket Wickelunterlagen. Wickelunterlagen brauche ich wirklich nur unterwegs. Ist eigentlich so immer in meiner Wickeltasche mit drin. Hier habe ich die Handtücher liegen, die ich oben für die Wickelauflage benutze. Außerdem ist hier noch so ein Badehandtuch. Und hier in der Kiste sind Waschlappen drin. Ich hoffe, das Video zu meinem Wickeltisch hat euch gefallen. Und ihr solltet jetzt beim Kanal der lieben Ladinay vorbeischauen und euch ihr Video zu ihrem Wickeltisch ansehen. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!